ihr seht schon im Namen. Judgment. Das Problem bei diesem Booster ist, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich auf diesem Channel schon einen Judgment Booster aufgemacht habe oder nicht. Deshalb konnte ich nicht ohnehin und mir dieses Expert Booster von... Was ist das auf der Coast France? Ist das Ding in Französisch? Ne, hier. Steht nicht mal in 1993 bis 2002. 2002! Ja, ich konnte mir nicht ohnehin Judgment von 2002 mitzunehmen. Wenn wir schon eins davon hatten, seht ihr das einfach als Zusatzteil an. Das freut mich immer mehr. Ach, so, oh Gott. Erst einmal das Wichtigste. Oh, die alten Karten. Oh mein Gott, wie hübsch. Phantom Tiger, 3 Mana, 1-0, kommt mit 2 plus 1 plus 1 Mana gespielt. Und wenn er Schaden kriegt, wird der Schaden verhindert und eine plus 1 plus 1 Mana runtergelegt. Hapless Researcher, Booster Fresh. 1 Mana 1-1, man kann ihn opfern, um eine Karte zu ziehen und danach eine abzuwerfen. Shield Mage Advokat, 3 Mana 1-3 tappen. Ihr legt eine Karte aus dem gegnerischen Friedhof zurück auf die Hand. Und danach macht ihr allen Schaden, der einer Kreatur, einem Spieler in diesem Zug von einer Quelle zugefügt wurde. Den verhindert ihr komplett. Nicht so bad. Flaring Pain, 2 Mana, Schaden kann nicht verhindert werden für ein rotes Flashback. Nantuku Tracker, Tracer, 2 Mana 2-1, wenn das Spielfeld kommt, könnt ihr eine Karte aus dem Friedhof oben auf die Bibliothek ihres Besitzers legen. Nicht bad, Mirror Ball, 3 Mana 3-4, 4 Mana 3-4 und für ein weißes kann sie angreifen, als wäre es keine Wall. Witzig. Death and Gravity, oh hier oben, mit diesem Grabstein. Oh mein Gott, wie cool. Ein Mana, eine Kreatur kriegt Fliegen bis zum Ende des Zuges mit Flashback. Ray of Revelation, 2 Mana, zerstören Verzauberung mit Flashback. Book Burning, 2 Mana, ein Spieler deiner Wahl, ein Spieler kann 6 Schaden sich zufügen lassen, es sei denn, er mildt 6 Karten. Das ist witzig. Sudden Strength. 3 Mana, eine Kreatur kriegt plus 3 plus 3 bis zum Ende des Zuges. 10 Karte. 4 Mana sogar. Oh, ist die bad. Funeral Pyre. 1 Mana, eine Karte aus dem Friedhof exilen und ein 1-1 Spirit Token legen. Unsere erste Ankommen ist Unquestioned Authority. 3 Mana, verzaubert ihr eine Kreatur, die zieht eine Karte und sie hat Schutz vor Kreaturen. Cool. Quiet Speculation. 2 Mana Sorcery. Ihr durchsucht die Bibliothek eines Spielers nach 3 Karten mit Flashback und legt sie in den Friedhof. Das kann cool sein. Damit könnt ihr halt richtig cool rumtutoren eigentlich mit Flashback-Karten. Dwarven Driller. Oh mein Gott, das Artwork. 4 Mana 2-2. Tappen. Zerstört ein Land. Es sei denn, der Besitzer dieses Landes lässt sich 2 Damage von dieser Kreatur zufügen. Wow. Das Artwork. Es ist kein Goblin, es ist ein Zwerg. Aber es kommt nah an die Goblins ran. Und unser Rare ist Sylvan Safekeeper. Oh mein Gott. Nice. Booster frisch. 1 Mana 1-1. Man kann ein Land opfern, um eine Kreatur Shroud zu geben. Wird sogar im Legacy gespielt. Nice. Voll nice. Oh, ich habe die alten Karten einfach vermisst. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, der Black Sea. Ciao, ciao.